So, Freunde, es ist Dienstag und da schauen wir uns in der Regel die Ensembles, also die 15 bzw. 16 Tage Trends an. Grüße Sie und grüße euch. Und wir wollen jetzt auch immer mal schauen, ist denn irgendwann mal im Flachland der erste Schnee in Sicht? Na, vorerst noch nicht. Und solch ein Wetter wie hier, zum Beispiel in Südtirol, in der Texel-Gruppe, wie es letztes Jahr war, wird es auch nicht geben, zumindest nicht für längere Zeit. Wir beginnen mit dem Norden Deutschlands und die rote Linie kennt ihr, das ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Hier für das Beispiel Hamburg. Die weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen und alle Modellberechnungen finden wir in Bund. Je enger die zusammenliegen, desto sicherer ist die Prognose. Und das da unten sind die sogenannten Niederschlagssignale. Und hier ziehen wir mal die minus 5 Grad Isotherme ein, die könnte schon den ersten Schnee bringen oder zumindest ein paar nasse Schneeflocken bis ins Flachland und die oberen Linien erreichen die minus 5 Grad Isotherme nicht. Die Temperaturen sind aber insgesamt unterdurchschnittlich in der nächsten Zeit. Das heißt, es bleibt hier dauerhaft leicht unbeständig und eher unterkühlt in der ersten Oktoberhälfte. Wir schauen in den Westen, nach Trier hier an die Mosel. Und auch hier sehen wir unterdurchschnittliche Temperaturen fast den gesamten Zeitraum über. Die Schneelinie wird auch nicht tangiert. Aber was auffällig ist, wir haben hier sehr viele Niederschlagssignale. Das heißt, es wird hier nass bleiben. Also dauerhaft unbeständig und insgesamt leicht unterkühlt. Goldenes Oktoberwetter ist hier zumindest für einen längeren Zeitraum nicht in Sicht. Die Natur wird sich über den Regen freuen. Anders schaut es im Osten aus, beispielsweise hier für Berlin. Da geht es erstmal rauf mit den Temperaturen, dann wieder runter. Wir bleiben hier dann leicht unterdurchschnittlich. Die Niederschlagssignale sind relativ mau, am Anfang so gut wie gar nicht vorhanden. Das heißt, zunächst ist es warm und recht sonnig, dann leicht unterkühlt, ab und zu fällt Regen und die Schneelinie wird auch nicht tangiert bis Mitte Oktober. Das Ganze für den Südwesten. Stuttgart, hier geht es erst rauf mit den Temperaturen, dann wieder runter und wir bleiben leicht unterdurchschnittlich. Allerdings nehmen hier die Unsicherheiten ein bisschen zu, gleichzeitig auch die Niederschläge. Die minus 5 Grad Isotherme wird nicht tangiert und anfangs ist es hier noch sehr mild, gefühlt warm, dann leicht unterkühlt und häufig gibt es auch Regen. Im Südosten, in München, steigen die Temperaturen deutlich an, fallen dann wieder ab und gehen seitlich weiter mit einem großen Temperaturrange. Da kann also immer wieder mal der Föhn durchbrechen. Auch die Niederschläge nehmen zu. Die minus 5 Grad Isotherme wird hier nicht erreicht und minus 5 Grad bedeutet für München definitiv Schnee im Oktober. Zunehmend föhnig und warm, dann wieder kühler und unbeständig. So kann man das zusammenfassen. Schauen wir an den Alpenhauptkamm knapp auf die Südseite nach Sterzing, nach Südtirol. Da bleibt es mehr oder weniger immer unterdurchschnittlich von den Temperaturen her und da ist auch sehr, sehr viel Regen dabei. Die Linie mit dem Schnee müssen wir, weil es ja höher ist, auch ein bisschen nach oben setzen. Da sind ein paar Läufe dabei, die immer mal wieder die Linie tangieren. Hier, ganz einfach, ist es oft nur nass. Blicken wir mal auf die Großwetterlage, gemittelte welche in rund 10 Tagen sind wir noch im Einflussbereich des Tiefs und immer noch in dieser Strömung, wo dann auf der einen Seite die kühle Luft vom Atlantik kommt und auf der anderen Seite die warme bzw. milde Luft um dieses Tief herumgeführt wird. Drum haben wir im Westen tendenziell und in den Alpen mehr Regen, im Osten weniger. Aber wie geht's weiter? Eine knappe Woche später, da kann man gar nichts mehr einzeichnen. Das ist totaler Sumpf. Es ist nichts los. Und wenn man sich die Einzelläufe anschaut, dann ist das wie Hochspielerei, zack, zack, zack. Aber Tiefs haben da kaum etwas zu suchen. Schauen wir in die Nordhemisphäre. Vielleicht finden wir da ein paar größere Strukturen. Hier ist Deutschland, hier ist der Nordpol, wo es so blau ist, habe ich jetzt mal nicht eingezeichnet. Und hier versuchen wir mal Hochs und Tiefs zu finden. Bei den Tiefs haben wir nur ein paar Fragmente. Ein kräftiges Hoch auf dem Pazifik und auch Richtung Sibirien ist ein größer strukturiertes Hoch. Ansonsten haben wir auch hier Sumpf. Und was die Temperaturen angeht in 1500 Meter Höhe, da ist auch relativ wenig los. Rund um die Eisflächen nimmt die Kälte zu und auch in Sibirien. Das bedeutet konkret, die gestörte Zirkulation, die wir haben mit diesem Sumpfwetter, ist nicht nur bei uns in Europa so, sondern mehr oder weniger weltweit in der Nordhemisphäre. Es dümpelt vor sich hin.